Ja, hallo ihr Lieben, es ist Herr Schumacher, Paartherapeut, Psychotherapeut und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute ein Video über eine emotionale Achterbahnfahrt eines Mannes mit seiner Freundin und mal gucken, wie das so wird heute. Der immer reinguckt in die Mail. Und ich denke, das wird viele interessieren, weil es wird vielen wird einiges bekannt vorkommen, könnte ich mir vorstellen. Von der Dynamik her, ich will das jetzt gar nicht bewerten. Ich werde mal so ein bisschen die nächste Zeit, glaube ich, brauche mal ein bisschen mehr Me-Time, ein bisschen mehr weg von Social Media. Ich werde vielleicht mal ein, zwei Wochen so ein bisschen, boah, ich weiß gar nicht, wie lange, mal gucken, mal so ein bisschen off sein. Und ja, mal ein bisschen in die Tiefe gehen und ein paar Sachen mal arbeiten und gucken, was so ansteht. Beziehungsweise bin auch so einig nicht gekommen in letzter Zeit. Also, aber es geht alles ganz normal weiter. Ihr könnt Kurse machen und Isabel ist auch an Bord und so weiter. Und weil ich es echt nicht mehr aushalte, bin ich auch überlegt, ich mache jetzt noch einen Kurs für Männer speziell, aber gut, können Frauen die auch kaufen, wenn sie sich dafür interessieren, wo es geht um Selbstbewusstsein, Polarität, Dating, ja. Weil das, ich habe jetzt nochmal ein paar Folgen geguckt von wie heißt die Sendung? Are You the One? Ich glaube, ich habe es auf so einer App geguckt. So eine Dating-Sendung und ich halte das einfach nicht mehr aus. Also ich kann das einfach nicht mehr mit ansehen und ich hoffe, ich kann da ein bisschen helfen, dass die Dating-Erfahrungen vielleicht nicht ganz so frustrierend werden. Ich werde den schon ab heute einstellen für so einen, mache ich ja immer mit so einem Startpreis. Da wird mal, also könnt ihr alles finden auf liebestipp.de, wenn ihr ein bisschen dann nach unten scrollt, da in meinen Kurs angeboten. Und genau, gibt es jetzt schon zum Startpreis, wird aber dann so etwa in einem Monat losgehen, dann zum Startpreis, zum Startzeitpunkt, das ist dann immer dann der Normalpreis. So, und heute gibt es auch noch diesen Code Bundle 40, aber habt ihr ja bestimmt gesehen zwischendurch, Bundle 40, schreibe ich auch nochmal hier rein. 40 Euro Code für meine Kombipakete, aber gut, jetzt und für den Pro-Kurs, aber jetzt fangen wir mal an. Also, wenn ihr auch solche Mails schreiben wollt, ne, geht über ein Formular auf liebestipp.de, solche Fragen habt. So, lieber Christian, ich hoffe, dass du mir helfen kannst. Ich bin seit einigen Monaten in einer Beziehung. Für sie war es sehr schnell klar, ich sei der einzig Richtige für sie, was sie mir auch immer wieder sagte. Ich brauchte hingegen 4 Wochen, bis ich mich dafür entschied, mit ihr zusammen zu sein. Ein großer Zweifelpunkt war, dass sie 6 Jahre älter ist als ich. Und ihr seid auch so im üblichen Gebärfähigen oder ja, was man üblicherweise mit Familiengründung in einem Alter assoziiert, sodass Zusammenziehen und Kinder schnell akut würden. Gut, das ist ja deine Entscheidung, ob das akut wird oder nicht. Und nur Altersunterschied ist auch nicht, wenn der Mann älter ist. Also das, ich kenne so viele Männer, die älter sind als auch jetzt 6 Jahre, 5 Jahre, 7 Jahre. Das allein ist kein krasser Risikofaktor. Es ist so, dass in vielen toxischen Beziehungen es einen hohen Altersunterschied gibt, aber das heißt nicht unbedingt, dass der Umkehrschluss auch richtig ist. So. Ist ein bisschen so, als wenn man sagen würde, ja, viele, die ein Alkoholproblem haben, sind in Bars, aber nicht alle, die in Bars sind, haben ein Alkoholproblem. So, aber egal. Gut, sie sagte, sie würde auf mich warten. Stellte mich aber trotzdem schon ihren Geschwistern vor. Was hat das jetzt mit dem Zusammenziehen und Kinderkriegen zu tun? Also das verstehe ich schon mal gleich nicht. So, stellte mich trotzdem ihren Geschwistern vor und drängte, wann ich sie denn meinen Eltern vorstellen würde. Gut, bis hierhin. Ist ja schön, ne? Also scheint ernsthaft interessiert zu sein. Ja. Während dieser Zeit wollte ich noch nicht als Paar auftreten. Wir waren ja noch nicht zusammen. Okay? Ja, also wenn das für euch noch nicht war, dann braucht ihr euch natürlich auch nicht vorstellen, ist klar.
Das nimmt sie mir bis jetzt übel und glaubt, ich wollte sie immer noch von ihrem Ehemann fernhalten. Also offensichtlich warst du am Anfang vorsichtiger, vielleicht weil dein Bauchgefühl da noch aktiver war. Und jetzt, wie wir gleich sehen werden, hat sich das komplett gedreht jetzt, wenn man so will. So, also auch wenn ich sie jetzt überall vorgestellt und etabliert habe und manchmal auch allein was unternehmen will. Gut, was sich jetzt hier schon ausbreitet, ist, deswegen finde ich die Mail auch spannend, dass auch jemand, der sehr auf Beziehungen drängt und jetzt gar nicht bindungsängstlich rüberkommt erstmal oder so, wo sich trotzdem Verhaltensweisen etablieren können, wo einem wirklich ein bisschen, wo man echt ein bisschen Gänsehaut kriegt, wo wir gleich zu kommen. Und also es ist nicht immer Bindungsangst. Es gibt auch Leute, die wirken null bindungsängstlich und machen dann Sachen, dass wo man echt denkt, ey, boah, was geht hier denn ab? Irgendwie so, ne? Totale Achterbahn. Was dann, ja, mit eben, also das ist wie immer, das sage ich immer, wenn ich E-Mails von Männern vorlese, es scheint mir so, als wenn alle mit der gleichen Frau zusammen waren, weil sich es so ähnelt, ne? Also diese Frauen, die so, ja, gut, manche Mails von Männern sind die Frauen sehr bindungsängstlich, aber oft ist es dieses emotionale Achterbahn und Hot und Cold, wo Männer schon mal so viele Schwierigkeiten mit haben, insbesondere wenn sie die Frau dann retten wollen, so, ne? Aber das ist jetzt ein schönes Beispiel von einem Mail, wo jemand, wo ihr erstmal gar nicht bindungsängstlich rüberkommt, sondern eher pushy oder ein bisschen needy. Und wo man so denkt, ja, das ist ja schon mal nicht das Problem, aber dann alle möglichen anderen Probleme aufkommen, weil auch so können wahnsinnig viele Probleme entstehen, so, ne? Das ist nicht immer nur aus Bindungsangst, ne? Wobei man hier jetzt diskutieren kann, hat sich doch mit auch mit Bindungsangst zu tun, weil es gibt ja einfach psychische Situationen bei Menschen, dass die auch hin und her schwanken zwischen krasser Bindungsangst, krasser Verlustangst, und das ist so addictive, teilweise wirklich, für das Gegenüber. Ja. Gut. So, wird ein bisschen länger heute. Ja. Kurz nachdem wir zusammenkamen, ist sie in Urlaub gefahren. Oh Gott, das geht ja schon los. Okay. Also kurz nachdem wir zusammenkamen, ist sie in Urlaub gefahren, wo sie in ein paar Wochen mit zwei Männern Sex hatte. Ja. Das ist schon, also ich meine, das ist schon eine rote Laternen Hyperparade jetzt hier so, ne? Also ich kann wirklich nur sagen, Leute, wenn das gleich am Anfang schon so totaler Kracher ist, also erst pushy, so ihr seid, soll zusammen sein, dann seid ihr zusammen, dann geht's erstmal gleich fremd. Das ist schon so, ich will es jetzt gar nicht bewerten, weil jeder macht das, was er macht, aufgrund seiner eigenen Traumata und ich weiß nicht was, aber wenn man jetzt wirklich eine sichere Beziehung sucht, dann ist das wirklich, das ist das absolut andere, also wirklich da, also wenn hier sichere Beziehung ist, dann ist es da, da, also da hinten noch durch die Wand durch, so, ne? Und da muss man wieder fragen, wo sind deine Standards? Also da sollst du eigentlich, oder vor allem deine Dealbreaker, da sollst du eigentlich sagen, what? weiß ich nicht, was das jetzt ist. 2 Monaten, zweimal fremdgegangen. Da kannst du nur sagen, tschüss. Was willst du da sagen? Es sei denn, du stehst auf offene Beziehungen. Aber selbst dann hat sie dich angelogen. Und, sie hat es mir direkt nach der Rückkunft gebeichtet. Ja, dieses Beichten ist eine schöne Sache. Ich sage immer, man kann jeden lieben, man kann jedem verzeihen. Es ist nur die Frage, will man mit dem zusammen sein? Also, und ich frage mich da, auch wenn ich sowas lese, ich frage mich dann da, geht es da jetzt um Drama-Inszenierung? Weil wenn es auch gleich wieder gebeichtet wird, das ist dann so, ah, das ist so, ich wusste auch nicht. Und auf einmal hatten wir Sex und ach, kannst du mir das nochmal verzeihen? Und dann kommt, da gehört jetzt ein Mann dazu, der, wirst du sicherlich sein, der das geschrieben hat, so ein Retterthema hat. Und dann bist du echt knietief in der Scheiße, wirklich. Weil dann denkst du, du kannst sie retten und durch genug Liebe wird sie, also dass du sie willst, und wenn sie dich schon mal absolut solche Hörner aufgesetzt, also echt. Also da muss man wirklich, wie auch immer hot und sexy sie ist und wie sie auf sie steht, muss man einfach mal sagen, hey, das tut mir nicht gut. Das wird mir nicht gut tun. Also das ist,
Und vor allen Dingen denkst du jetzt wahrscheinlich, es hätte irgendwas damit zu tun, was du gemacht hast. Das hat nichts mit, das ist einfach, dass sie diese Aufmerksamkeit braucht. Das ist 2 Wochen schon zu lang, da braucht sie Aufmerksamkeit, vermute ich mal. Oder hat keine Impulskontrolle oder ich weiß nicht was. Ne? Aber da weißt du schon, dass du bei der Frau nie wirst ruhig schlafen können. Es sei denn, sie macht irgendeine krasse, mega, was weiß ich, Veränderung durch, wo wir es auch nicht von ausgehen, was ja mal Zeit braucht. Aber wie willst du denn bei der Frau ruhig schlafen? Das wird es nicht geben. So, jetzt täte sie das unheimlich leid. Also ich kann sowas nicht mehr hören, Leute. Lasst es doch dann, wirklich. Lasst es, sagt einfach, du, lass uns in Frieden auseinandergehen. Ich glaube, wir sind nicht kompatibel und fertig. Also, ja, dann tut es ihr leid. Ja und? Hättest du nicht vorher leid tun können? Oder vor allem zwei Männer. Ich vermute mal, dass es auch nicht zwei auf einmal waren, sondern hintereinander. Ja, wie oft, was war denn dazwischen? Hat sie da auch schon leid getan? Sie hat es trotzdem gemacht? Oder wie? Ich war geschockt, oh, bin aber bei ihr geblieben und konnte es über die Monate ganz gut mit mir ausmachen. So, vor ein paar Monaten erzählte ich ihr, dass ich vor unserem ersten Date mit meiner Ex im Bett gelandet war. Vor dem ersten Date. Darüber, dass sie bis dahin ein anderes Bild von dem Verhältnis von mir und meiner Ex hatte, das ich die ersten Monate nicht korrigierte, ist sie furchtbar eifersüchtig geworden. Gut, jetzt wenn du, jetzt muss ich eins fairerweise sagen, wenn du gesagt hast, boah, mit meiner Ex, ich seit 2 Jahren getrennt, da ist gar nichts, und dann kommt raus, dass du mit ihr geschlafen hast vor eurem ersten Date direkt, da hast du sie natürlich auch angelogen, ne? Das muss man schon ganz klar sagen. Gut, aber ich weiß jetzt nicht, was du ihr genau erzählt hast, wenn du jetzt, keine Ahnung, aber im Grunde genommen ist natürlich so, was vor einer Beziehung ist, ist natürlich uninteressant, sollte es sein. Also weil ihr fangt ja jetzt wieder bei Null an quasi. Aber klar, wenn du natürlich was anders dargestellt hast, also habe ich gar nichts damit zu tun, ist sie auch angelogen, ne? Also gut. Aber das darf man jetzt alles nicht vergleichen miteinander, du hast sie nicht betrogen, so, ne? So. Ihre Eifersucht weitet sich aus auf verschiedene Freundinnen, Kollegen, ja, jetzt haben wir schon dieses, auch das kommt in diesen Beziehungen ganz häufig vor, diese krasse Eifersucht. Krasse Eifersucht? Warum? Vielleicht, weil man selber so ist, weil man selber zum Fremdgehen neigt. Also, das wird mittlerweile ich jetzt immer denken. Also, früher habe ich das auch anders gesehen, dass mir, ja, die armen Menschen, so Eifersucht haben und aber mittlerweile ist aber das ist glaube ich mittlerweile das wissen glaube ich viele, ich habe da auch mal dafür gebraucht, dass Menschen, die so krass eifersüchtig sind, dass sie halt ein Denksystem haben. Also sie wissen von sich selber, dass sie nicht wirklich treu sind und dann hat man natürlich Angst, dass andere auch so sind, wie man selber und daraus entsteht auch so eine krasse Eifersucht, ne? Ich kenne sie natürlich jetzt nicht, aber da würde ich mal drüber nachdenken. Ja. Hast du jemanden, der jetzt krass eifersüchtig ist, obwohl er selber knallhart fremdgegangen ist? Knallhart! Ohne zu zucken. Also, weiß ich jetzt nicht, aber wir reden ja über zweimal. Zweimal ist im Urlaub fremdgegangen worden. Eieieiei. Meine Tendenz, den Kontakt zu entsprechenden Personen und damit die ewig kreisenden Diskussionen zu vermeiden, führte noch zu noch mehr Misstrauen. Wenn ich ihr aber von jeder WhatsApp erzählte, glaubte sie, dass ich vielleicht auf anderem Kanal mit ihnen irgendwas austausche. Wie kann man diesen Teufelskreis durchbrechen? Also erstmal, das ist ja gar nicht die Frage, ist ja, ob diese Frau überhaupt annähernd die gleichen Standards hast wie du. Das ist ja mal die Frage so, ne? Annähernd. So, und dann, ja, aber einfach so, das nützt gar nichts. Du kannst dir jeden Tag ein Chatprotokoll vorlegen, dann denkt sie, das nützt gar nichts. So, das ist ihre Angst, dass du erstmal, du hast sie noch nicht betrogen, also habe ich zumindest nichts von gelesen, und dann ist hat es erstmal mit dir gar nichts zu tun, das ist in ihrem Kopf. Und dieser Versuch, das zu heilen, indem er alles zeigt, funktioniert nicht. Entweder sie vertraut dir oder so lässt es, aber du kannst ihr ja gar nicht vertrauen. Das überdeckt jetzt das Problem, dass du ihr gar nicht vertrauen kannst.
So, und jetzt musst du dich rechtfertigen, obwohl sie fremdgegangen ist. Das ist völlig crazy. Das ist total crazy. Also, warum machst du das auch mit? Ist ja immer die Frage, guckst du mal das Video an, wofür sind Beziehungen gut? Ja, ist das hier Liebe? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall habt ihr euch angezogen und das heißt, ihr habt beide, drückt ihr offensichtlich auf eure Knöpfe und dürft was lernen in dieser Beziehung. Also das auf jeden Fall. Was darfst du lernen? Vielleicht dich abzugrenzen, vielleicht zu sagen, hey, ich habe nichts gemacht, ich brauche dir jetzt nicht ihre WhatsApp zeigen und so läuft das hier nicht. Also vielleicht kannst du mal was dafür tun, dass ich dir vertrauen kann. So, ne? Also du musst auf jeden Fall hier dann mal, also wenn du wirklich länger mal zusammenbleiben willst, musst du hier echt voll knallhart deinen, ich mal sagen, deinen Mann stehen, Grenzen haben. Natürlich alles in Liebe, ne? Aber wirklich ganz klare Struktur fahren. Und das wird, glaube ich, echt schwierig. So. Okay, sie sagte, alle ihre nicht ganz wenigen Partner waren am Ende total verunsichert oder aggressiv. Wir wissen es nicht, ich kenne diese Frau nicht, ich kenne nicht ihre Geschichte, aber also erstmal, wenn jemand so überhaupt kein Problem hat, dich gleich zu betrügen, dann ist auch die Frage, was stimmt überhaupt? Also stimmt überhaupt irgendwas? Weißt du nicht. Und es wird euch kein, also selbst die Leute, die total krass narzisstisch sind oder ich weiß nicht was, die werden euch nicht auf dem Date sagen, oh, ich bin total krass narzisstisch. Gerade die sehen sich häufig als krasses Opfer. Und also ich will jetzt nicht sagen, dass sie, ich weiß es nicht, ich kenne sie nicht, ich gebe jetzt auch kein Label, aber was willst du da, ja, und vor allen Dingen, was macht sie denn mit dir? Also fühlst du Wut, wenn du das alles mitkriegst? Bist du irgendwie total verunsichert bei ihrem Verhalten? Also natürlich sollte man nie Menschen gegenüber aggressiv werden, wobei ich ehrlich gesagt in eine Beziehung reingehe und dann mit zwei anderen Männern Sex haben, finde ich schon, könnte man ja auch mal überlegen, ob das so nett ist. Aber ja, warum solltest du nicht auch eine Menge verwirrende Gefühle haben, wenn du mit ihr zusammen bist? Warum sollte es bei dir anders sein? Mit mir werde es auch so werden. Die sagt dir das doch schon, ey. Also ich finde es trotzdem irgendwie gut, dass du Mitgefühl hast, nur dieses Mitgefühl, was du hast, das ist wirklich wunderbar. Nur ist es immer die Frage, du kannst auch Mitgefühl mit dir haben, ohne dass du mit dir in Beziehung führen musst, solltest. Also muss sie dafür jetzt nicht abwerten, dass sie, also sie hat auch ihre Gründe, warum sie so ist, wie sie ist, aber ist das wirklich die Art von Beziehung, die du haben möchtest? Das bekam ich oft zu hören und irgendwann war es da auch so, ja. Erst ging es um Kleinigkeit im Haushalt, also jetzt haben wir schon die Kritikphase übrigens, so für die Kenner des toxischen Kreislaufs. So, es ging um Kleinigkeiten im Haushalt, später welche Freunde ich treffe und wie ich sie in die Planung für solche Treffen einbeziehe. Also so wirst du echt kreuzunglücklich werden in dieser Beziehung. Also entweder du ziehst da knallhart deine Standards durch und sagst, ey, ich muss sie nicht, also ich habe nichts getan und ich werde nicht an der Rede und Antwort stehen. So, also auch knallhart auch für sie. Also sie macht euch fertig. Also das geht so nicht, ne? Klar, du triggerst sie auch irgendwie an, aber das ist nichts mit geholfen. Also er muss sie ihre Ängste angucken und kann das nicht alles auf dich projizieren. Und du machst es mit, du machst dich hier total klein, ne? So. Was ich aber total, ist jetzt auch keine Bewertung. Ich weiß, wie das passiert. Und nur, ich wollte, also mach das nicht, weil dann irgendwann verlierst du auch noch Respekt vor dir, so als Mann, ne? Und das willst du nicht. Also jetzt mach nichts, was nicht in Ordnung ist, aber versuch auch nicht ständig, weiß ich nicht, ihre Ängste da irgendwie zu beruhigen. Das kannst du gar nicht, ne? Irgendwie konnte ich jetzt ihr in so vielen Dingen nicht recht machen. Ich bin wieder zu meiner Therapeutin gegangen. Finde ich sehr gut, weil diese Art von Beziehung, die kann einen echt
Auf die Knie bringen. Okay. Auf die Knie. So, das ist sehr gut. Sie haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass es Double Binds wären, die mich verunsichern würden. Ja, also wie ich Double Binds sind eigentlich so Doppelbotschaften. Also ich drücke irgendwas aus, verbal, aber nonverbal irgendwas ganz anderes. Weiß nicht, ob das so der richtige Begriff hier ist, aber ich würde sagen, das sind Doppelstandards. Das heißt, für dich gilt eine ganz andere Standardliste als für sie. Also sie darf machen, was sie will. So, ne? Und du aber nicht. Also sie darf fremdgehen mit zwei Männern und du sollst hier von jeder WhatsApp erzählen. Das sind für mich Doppelstandards und zwar auf einem ganz krassen Level und das ist super toxisch. Also da gehst du komplett runter, ey. Aber vielleicht meint deine Therapeutin das Gleiche. Anfangs war ich sehr selbstbewusst, spüre mittlerweile ähnliche Gefühle und traue mich kaum noch alleine raus. Also geh bloß da weiter zu der Therapeutin, würde ich sagen. Wenn ja. Einmal standen wir Raum, dass ich ein paar Tage in meine mittlerweile unbenutzte Wohnung gehen wollte, um wieder zu mir zu kommen. Sehr gute Idee. Sie unterstützte es erst, stellte mir dann plötzlich ein Ultimatum, dass es aus sei, wenn ich jetzt gehen würde. Sorry, das ist so. Oh. Das ist so toxisch. Das ist wirklich. Was hat denn das mit Liebe zu tun? Jetzt ist sie wieder angetriggert, weil du einen ganz normalen Wunsch hast. Und dann sagt sie das aber nicht, sondern kriegst es wieder ein Ultimatum. Das ist wirklich sowas von hot and cold. Uiuiuiui. Aber ich denke, sie merkt das gar nicht. Sie ist scheinbar selber total angetriggert. Vermute mal, dass es in anderen Beziehungen auch so ähnlich gewesen ist. Aber das ist nicht ihre Therapeut, bist nicht ihr Therapeut. Ne? Du musst tun, was du tun musst. Du brauchst Raum. Und dann kann sie da nicht stehen und kann sagen, da, jetzt, wenn du jetzt in deine Wohnung gehst, dann ist aus. Ja, da musst du eigentlich hinstellen und musst sagen, ja. Ich gehe jetzt aber in meine Wohnung. So, du machst ja nichts Verbotenes. So. Also brauchst einfach mal Zeit für dich. Ne? Ich blieb. Das sind die Situationen, wo sie den Respekt noch verliert vor dir oben dran. Ne? Und dann wird es nicht besser, das kann ich dir sagen. Solche Situationen gab es noch ein, zwei Mal. Jedes Mal, ja, und vor allen Dingen, wenn sie merkt, dass sie damit durchkommt, wird es immer mehr werden. Ne? Jedes Mal wäre ich es gewesen, der nicht mit ihr zusammen entschieden hätte, was ich wolle. Hä, was du willst, kannst du nur du wissen, das kann sie doch nicht entscheiden. Ey. Sondern sie einfach konfrontiert hätte, ey. Oh, dass du Raum brauchst oder was. Neulich fragte sie mich, ob wir uns nicht räumlich trennen sollten. Ja, das ist wieder, das ist, also vielleicht meint deine Therapeutin das mit Double Bind, also da wird es schon passen hier, dass sie, du sollst nicht gehen und jetzt sagt sie aber, ihr sollt euch räumlich trennen. Also, das ist eine Art von Beziehung, also, es ist echt krass. Und es tut hier nicht gut, außer. Du nimmst diese Lernerfahrung jetzt mit und sagst mal, ey, so geht's hier nicht. Ne? Das, weil das hat, also das, die Beziehung würde ich echt dazu führen, dass du mal überlegst, okay, was ist eigentlich Selbstliebe? Wie abhängig bin ich eigentlich in der Beziehung? Warum lasse ich so mit mir rumschubsen? Also die wird dir auf die Dauer wahrscheinlich sehr gut tun, die Beziehung, aber da so lange drin zu bleiben, weil da würde ich aber sehr engmaschig mit deiner Therapeutin drüber reden, also echt, das kann einem wirklich komplett das da oben zerschießen, wirklich, ey. So. Neulich fragte sie mich, ob wir es nicht räumlich trennen sollten, damit es mir besser gehe, auch wenn es für sie schrecklich wäre. Das ist jetzt wirklich ein Double Bind, also erst macht sie da, also jetzt sagt sie es, du sollst es machen und dann setzt sie wieder ein. Aber das ist dieses Hot and Cold, ne? Dann setzt sie wieder, nein, du darfst es nicht. Und ja, weil sie hin und her geworfen ist, ne? Dann von ihren eigenen Trägern. Ne? Aber das kannst du nicht lösen. Ne? Ich habe abgelehnt, weil ich den Wunsch gar nicht mehr verspüre. Ja, jetzt fährst du dein ganzes System schon runter und so in so eine Apathie womöglich. Ist nicht gut. Wenn sie hochkocht, brauche sie doch nur einfach nur jemanden, der mit ihr herausfindet, was in den Situationen eigentlich ihr Problem ist, während sie in meinen Augen verbal auf mich einschlägt und ich möglichst ruhig bleibe. Ja, das, also übersetze ich jetzt mal, du sollst dich quasi jetzt verbal missbrauchen lassen, oder wie?
niemand darf verbal auf dich einschlagen. Niemand hat das Recht dazu, verbal. Und du solltest genau auch niemandem das Recht geben, verbal auf dich einzuschlagen. Also. Und du bist nicht ihr Therapeut, du musst gar nichts mit ihr herausfinden. Du kannst sagen, ich habe auf dieses Theater keinen Bock. Keinen Bock. Sie muss das herausfinden und nicht mit dir. Also wenn du Ruhe brauchst, brauchst du Ruhe. Ich vermute mal, dass sie sowieso schon andauernd redet darüber. Es ist ja nicht so, dass du ihr gar nicht zur Verfügung stehst, aber wenn du deine Ruhe brauchst, brauchst du deine Ruhe. So, und das ist wirklich super toxisch, dass sie meint, sie hätte das Recht, weil es ihr vielleicht in ihrer Kindheit schlecht gegangen wäre, jetzt verbal auf dich einzuschlagen, nur damit sie herausfindet, was mit ihr eigentlich los ist. Nein, hat sie nicht. Das ist total irre Logik. Also irre jetzt in so Anführungsstrichen dahingesagt. Oh Mann, ey. Das kann man echt kaum lesen, ey. Und das reicht, dass du das Gefühl hast, also du hast ja geschrieben, wenn sie in meinen Augen verbal auf mich einschlägt und ich möglichst ruhig bleibe, ja, drauf dein Gefühl, also sie empfindet es wahrscheinlich nicht so, dass sie verbal auf dich einschlägt, sie empfindet es wahrscheinlich einfach nur, ich bin angetriggert und lass diesen Trigger jetzt freien Raum. Also wie gesagt, das macht für sie komplett Unbewusstsein und trotzdem ist es echt krass, ne? Und nur weil es irgendwie unbewusst oder so, heißt das nicht, dass man nicht von außen, dass sie den Spiegel mal braucht, dass man sagt, das gibt's doch nicht, niemand behandelt mich so. So. Also natürlich nett und ruhig, aber ja. So, sie wolle einfach nur verstanden werden, das würde ich nicht tun. Ja, du bist nicht ihr fucking Therapeut. So, deine Therapeutin hat jetzt bestimmte Vermutungen, das wollen wir nicht weiter erörtern, das ist nicht hier unser Thema in so einer E-Mail, aber ja, sicherlich ist das jetzt keine stabile Beziehung. Ne? Sie ist manchmal plötzlich ganz emotional und dramatisiert, Schwierigkeiten zu stundenlangen Diskussionen. Diese enden fast immer mit dem Gefühl purer Erschöpfung. Ja, ich denke, ihr triggert euch beide total an, aber... Ja, sie redet 98% der Zeit und beschwert sich, dass ich nichts sage. Sage ich etwas, unterbricht sie mich und zerpflückt meine Worte. Ist das, wie du dir eine Beziehung vorstellst? Warum machst du das? Das ist die Frage. Warum machst du das? Hast du eine Mutter, die so war? Musst du auch alles erklären? Wolltest du dich auch retten? Oder einen Vater oder eine Schwester? Ja, ich glaube, das ist eine hochwichtige Beziehung für dich, aber nicht im Sinne von, dass ihr jetzt 20 Kinder kriegt oder so. Wo kriegt man denn noch ein gutes Gefühl nach einem Problemgespräch hin? Das muss doch möglich sein. Ich hatte auch schon eine Paartherapie vorgeschlagen, was hier gut wird. Auch das, also wenn du da nicht rausfindest, finde ich alles gut. Also, dass du zur Therapie gehst, dass ihr Paartherapie machst, alles gut. Aber das so kann es nicht weitergehen, echt. Trotzdem haben wir nichts initiiert. Ja, dann initiiert du das doch. Dann sag, hier ist ein Termin, zack, geht da hin. Wenn sie unbeschwert und lieb ist, ja, das ist halt das Problem, dass sie... Momente gibt, wo sie nicht angetriggert ist und dann gibt es Momente, wo sie angetriggert ist und die werden scheinbar mehr und die machen dich komplett fertig. Also das kannst du jetzt nicht eine Beziehung danach analysieren, wenn sie nicht angetriggert ist, sondern musst sie danach analysieren, wenn sie angetriggert ist. So, so will sie mir Freiräume geben, dass es mir gut geht. Wenn sie hochkocht, habe ich das Gefühl, ich bin paralysiert und warte darauf, dass die Beziehung vorbeigeht. Ja, warte nicht drauf, sondern triff für dich eine Entscheidung, was für dich richtig ist. So, ne? Und wenn sie auch von Trennung spricht, will ich alles tun, damit die Beziehung doch wieder gelingt. Ja, da ist aber dein inneres Kind am Werk, das musst du angucken, so, ne? Mit deiner Therapeutin zusammen. Wie komme ich aus der Paralyse heraus? Ja, also meine Sachen kennst du, da ist auch Modul 1 halt drin, ne? Also Standards setzen, Dealbreaker setzen und sich klar machen, du hast ein Recht auf Dealbreaker und Standards und dann wird sich die Beziehung schon dahin entwickeln. Also entweder es geht dann auch mal danach, was du brauchst, und nicht nur andauernd nach ihr. Beziehungsweise du akzeptierst, dass du einfach auch nicht behandelt werden möchtest, egal ob sie angetriggert ist oder nicht, und ziehst daraus dann deine Schlüsse. Und entweder sie kriegt sich ein oder sie kriegt sich nicht ein, aber so würde ich mich nicht behandeln lassen. So, ne? Und da musst du deine eigene Abhängigkeit angucken, denke ich. Ne? So.
Wie komme ich aus der Paralyse raus? Ist das nicht unfair ihr gegenüber? Oh, du steckst echt tief drin im Pluspol-Sumpf. Aber da werden sich dann nur andere drüber kommentieren hier drunter. Also, warum fragst du dich nicht, ob ihr Verhalten unfair dir gegenüber ist? Also, ich glaube, du machst dir viel mehr Sorgen, Gedanken über sie als über dich. So. Beim Sex fällt es dir schwer, sich fallen zu lassen. Da könnte ich ja jetzt sagen, also im Urlaub. Ging es ja doch, also da ist vielleicht doch ein bisschen, aber das ist alles nicht dein Job. Vielleicht ist da, also ich denke schon, dass sie nicht nur Verlustangst, sondern auch Bindungsangst hat. Und wenn es dann zu nah wird und jemand wirklich für sie da ist, was sie sich ja eigentlich wünscht, dann ballern wieder die Mauern hoch. Aber das kannst du nicht auflösen. So, ne? Das kann nur sie und wie sie das macht, das weißt du nicht. Und du kannst nur deine Schlüsse ziehen, und aber wenn du versuchst, sie zu retten, dann bist du echt auf ganz hoher See, wirklich. Ey. Weil häufig sind es in Beziehungen so, dass da jemand ins Meer springt, will gerettet werden. Scheinbar, du rettest sie unter Aufbringung aller Energie. Dann trinkt sie einen Tee am Strand und springt wieder rein. Dann denkst du, warum springst du wieder rein? Okay, rette ich sie halt wieder, so lange, bis du untergehst, ne? So im übertragenen Sinne. Und sie sich dann womöglich jemand anders sucht. Also, das ist eine ganz schwierige Dynamik. Ganz schwierig. So. Beim Sexfall ist es schwer, sich fallen zu lassen und habe ständig das Gefühl, gezwungen zu sein und sich schützen zu müssen. Ja, das hatte ich ja eben erwähnt. Diese Signale strahlt sie aus, was es uns erschwert. Wenn es Sex gibt, war es zwar liebevoll und schön, nur zu selten. Gut, ich freue mich ja immerhin, dass sie jetzt die Sexualität nicht auch noch so völlig abgefahren läuft. Sie hat schon nach 2 Monaten nach Wohnung gesucht, aber du darfst keinen Freiraum haben oder was? Ah nee, jetzt habe ich es falsch verstanden. Sie hat schon nach 2 Monaten nach Wohnung gesucht, ich glaube für euch beide dann. Und ich wohne seit einiger Zeit de facto bei ihr, zahle aber nur bla bla bla, solange ich nicht ganz eingezogen bin. Ich habe das Gefühl, die Beziehung ist so instabil, dass ich einen Notstrohhalm mit meiner Wohnung brauche. Hör auf dein Gefühl, ey. Sie will bald Kinder. Musst du in die Beziehung jetzt noch Kinder setzen, die komplett instabil ist? Warum? Um es ihr recht zu machen? Meinst du, es wird besser mit dem Kind? Also ich habe keine Glaskugel, aber soweit ich das kenne, ist eine komplett instabile Beziehung, wird nicht stabiler durch ein Kind. So, ne? Sie hat mir zum ersten Mal nach einigen Monaten, sie hat zum ersten Mal nach einigen Monaten verlangt. Sie hat ja nicht so ein Problem mit Standards und Dealbreaker, ne? Aus, habe ich die Zeile verloren. Verlangt, dass ich mich deutlich dazu bekenne, mit ihr Kinder haben zu wollen. Willst du verdammt nochmal Kinder mit mir haben? Ich will Kinder, ja, aber du willst nicht Kinder, wenn sie es will, ne? Aber ich habe Angst, dass wir jetzt schon ohne Kinder manchmal nicht miteinander klarkommen. Das ist keine Angst, das ist, glaube ich, eine völlig, das wird dir jeder Kumpel sagen. Red mit Kumpels, red mit deinen Eltern, red mit deiner Therapeutin. Also, ich denke, wir werden alle das Gleiche sagen, ehrlich gesagt. So. Wie streithart soll es denn dann mit Kindern werden, wenn man übermüden wirklich gestresst ist? Ja, absolut. Absolut. Also, ihr solltet wirklich verwöhnen. Ne? Ich zähle nur die negativen Geschichten auf. Ja, aber nach den, ja, wenn es keine positiven geben würde, dann wärst du gar nicht mehr zusammen. Und wahrscheinlich, das ist halt das Problem. Das ist halt dieses Drama. Und wenn diese Tiefs so tief sind, dann sind die Höhen auch so hoch. Nur die, bei solchen Beziehungen werden die Tiefs immer mehr, die Höhen immer weniger. Das ist ein bisschen das Problem. Und man wird so Drama-addicted, ne? Und, aber dir geht es ja nicht gut. Ich meine, wenn das jetzt dein Seelenheil ist, solche Beziehungen zu führen, mach es. Aber du würdest mir, glaube ich, nicht schreiben, wenn es dir mit gut geht, ne? So, das ist kein Wunder, dass mir alle von ihr abraten. Oh, so damals ja schon. Ihr ganzes Umfeld findet mich hingegen nur super und will, dass sie mich behält. Ja gut, da mache ich jetzt mal meine eigenen Gedanken zu. Warum tue ich das und kann nicht einfach akzeptieren, wie sie ist? Weil du es nicht kannst. Du kannst es nicht. Fertig.
Also du kannst sie ja lieben auf die über die Ferne oder ich weiß nicht wie und sagen, Mensch, du bist eine ganz tolle Frau, aber ich kann mit dir einfach nicht, das geht nicht, ich halte das nicht aus. Also man kann jeden Menschen lieben, wie er ist, aber man kann nicht mit jedem zusammen wohnen, das geht einfach nicht. Du bist nicht der Dalai Lama und ich weiß nicht, ob der das kann, keine Ahnung. Also nicht, dass es jetzt ein Dalai Lama, vielleicht gibt es einen anderen Mann, der das kann. Du kannst es nicht. Und die davor konnten scheinbar auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, dass es keinen gibt. Aber vielleicht will sie es ja auch gar nicht. Vielleicht ist sie so, steht sich so selber im Weg, dass sobald eine Beziehung gut wird, dass sie es selber sabotiert. Ich weiß es nicht. Aber du bist nochmal. Jetzt kauf ihr keine Bücher oder irgendwie sowas. Du bist nicht ihr Therapeut. Du kannst nur für dich, du kannst nur dich retten. Und darum geht es, glaube ich, hier. Ne? Dass du für dich sorgst und dann Selbstliebe kommst, gesunde Grenzen findest, dich nicht zu sehr von ihr provozieren lässt, aufpasst, dass du nicht selber irgendwelche Grenzen, also dass du selber deine Grenzen hältst, dass du immer deine Spielfläche sauber hältst. Aber, also wenn ich dein Kumpel wäre, boah, kann trotzdem total lieber netter Mensch sein, aber ey, das sind so Beziehungen, wo, glaube ich, Kumpels eher abraten, sag ich mal, ne? Die man trotzdem führt aus, aber das will ich jetzt nicht alles hier ausweiten, da könnt ihr meine Kurse gucken. Es gibt viele Gründe, warum man sie führt, aber sie tun einem nicht gut. Bin ich einfach zu bindungsängstlich? Nee, aber ich glaube, du hast dein inneres Kind, ist dir noch nicht so ganz klar, was da eigentlich los ist, dass deine eigenen Traumata und die gilt es jetzt, glaube ich, zu verstehen. Die Frage ist nicht, warum bist du zu bindungsängstlich, sondern warum tust du dir das an? Das ist eigentlich die Frage. Ne? Ich hatte mir eine schriftliche Frist gegeben, die jetzt aber schon abgelaufen ist. Ja, dann halte ich doch auch dran, wenn du selber eine Frist gibst. Wenn es bis dann nicht mal ein paar gute Wochen am Stück gibt, trenne ich mich. Es gab dann sogar eine spontane Streittrennung. Ja, ich denke, ihr werdet in so ein On-Off-Ding jetzt rutschen und es wird nicht besser. Nach 2 Tagen war ich wieder bei ihr. Ja, du steckst ja echt ganz schön, also such, bleib bei deiner Therapeutin, weil du bist ja schon in einer sehr abhängigen Beziehung und es ist echt nicht ohne, wirklich, ja.